Herzlich willkommen, hallo, zum ersten Club of Cooks Live Koch Challenge Stream hier im YouTube Space in Berlin. Wir haben heute das Motto Mexiko. Wir haben ein paar sehr, sehr coole YouTuber-Teams, die gegeneinander antreten werden. Die wissen noch gar nicht, was sie erwartet. Ja! Seid ihr schon ein bisschen aufgeregt? Ja. Warte mal. Ja. Ich habe hier mein Mikro, damit man euch auch hört. Erzähl mir mal ganz kurz, dich kenne ich ja, Grace, ja, aber erzähl genau. mal kurz, was machst du, wie heißt dein YouTube-Kanal? Also mein YouTube-Kanal heißt Nyonya Cooking und dort kriegt man leckere asiatisches Essen, Rezepte und auch Food Tours durch Malaysia, mein Heimatland. Und auf Englisch, ne? Ja, das ist ein englischer Kanal, ja. Und du? Ich bin Melli. Hallo Melli. Hallo. Ja, bei mir dreht sich alles um Familie und Lifestyle, tatsächlich. Ich begleite mich mit der Kamera überall. Okay, du hast Familie, dann kannst du bestimmt auch kochen. Nö. Ich esse aber wirklich gerne. Also ich bin die Esserin in unserem Team. Aino, du bist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr großartige Köchin. Also meine Rezepte heißt mein Kanal und ich habe 90% türkische Rezepte und natürlich auch andere. Und hoffe natürlich, dass ich heute kochen kann. Hi. Hi. Stellt euch auch mal ganz kurz vor. Ja, hi. Also ich bin Alex von Natürlich Lecker. Meine Kanalthemen sind einmal Regionalität und Nachhaltigkeit. Ja, und dann nebenbei habe ich noch den Cocktailkanal Trinkbar und da gibt es auch leckere Drinks. Ich bin Liz vom Kanal UNI DIY und als weibliche Unterstützung zwischen den Kochprofis. Ganz wichtig. Ja. Und du? Salut Leute, ich bin Michael von der Biokoch. Wir sind ein vegan-vegetarischer Foodblog. Unter den Hashtags Organic, Plant-Based und Clean Eating fasst das eigentlich alles zusammen, was wir so machen. Also gesund, absolut gesund. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ja, Team Blau. Ja, Team Blau. Was macht ihr so? Also, ich bin der Samuel von den Junggesellen. Unser Kanal hat ungefähr gar nichts mit Kochen zu tun. Ich glaube, das Einzige, was wir mit der Pfanne gemacht haben, war wahrscheinlich jemand über den Kopf schlagen. So, so, die Rivale unter der Gruppe heute, ne? Ja, sehr also, viel Spaß. Ich bin froh, dass ich die zwei Ladies hier an meiner Seite habe, weil die haben anscheinend ein bisschen mehr Plan für die ganze Materie. Ja, wir bekommen das hin. Ich bin Duygu vom Kanal Cook Bakery und bei mir ist eigentlich alles total kunterbunt gemischt. Es gibt türkische Rezepte, aber auch viele aus aller Welt und ich lege auch viel Wert auf aktuelle Foodtrends. So. Yeah. Foodporn und so, ne? Genau, Stichwort. Ich bin Doris, mein Kanal heißt Mrs. Fluri. Bei mir wird vor allem gebacken, aber ich habe drei Kinder und es sind darum auch gesunde Rezepte und vor allem auch einfache Rezepte, die lecker schmecken. Cool. Sehr gut. Ihr solltet unbedingt dranbleiben bis zum Ende. Es gibt nämlich was richtig Cooles zu gewinnen. Ich verrate schon mal so viel. Wow, echt? Ja. Sehr gut. Es ist eine Reise. Es ist eine Reise nach Mexiko. Und oh ja, schön drei am Nächte, Strand. Ja, ja, drei Nächte in einem Luxushotel am Strand. Also in Cancun. Ja. Ziemlich cool. Bleibt unbedingt dran, um zu erfahren, wie ihr das gewinnen könnt. Und jetzt erfahren die Teams zum ersten Mal, was die Challenge ist, was sie erwartet. Und zwar, unser Gericht von heute heißt mexikanische Enchiladas. Diese werden in einer grünen Salsa, das kann ich schon mal erklären. Was ich gehört habe, in Deutschland ist eine Salsa kalt. In diesem Fall hält es sich von einer warmen Soße. Und das ist eine grüne Salsa, merkt es euch. Ihr habt die Variante vegetarisch. Ein deutsches Rezept anlässlich unser duales Jahr mit Kartoffel und Spinat oder mit Huhn. Ihr dürft dann direkt drauf losrennen und loslegen, ne? So, okay. Drei, wow. Zwei, eins, geil! Viel Glück! Schon mal was davon gehört? Probier mal. Und da ist Mango, ja, ja, Minze und ein bisschen Jalapeno Chili. Das sieht auch ein bisschen aus wie Aloe Vera, gell? Ja, voll. Ja. Was ist denn das genau? Kaktusblatt. Kaktusblatt, echt? Ja. Das ist voll lecker. Das ist gut. Ja, lass uns jetzt verschont. Die dieses jetzt Team kommen. Ich komme kochen hinter euch her. Aber das hat jetzt ein Ende. Ich krieg jetzt erstmal Alkohol, damit... du nicht, ne? Du machst alkoholfrei. Warte mal, wir haben für dich... Ich hol den mal. Ich bringe erstmal einen Cocktail für euch. Das ist erstmal ein Cocktail mit Mezcal, Mango, Minze und Jalapeno Chili. Probier erstmal. Bitte schön. Musst du auch mal probieren, alkoholfrei? Warte mal. Schmeckt euch? Wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet. Also wir sind gerade noch ein bisschen den Spinat am Auftauen. Läuft schon ganz gut. Ansonsten haben wir noch Kartoffeln und Zwiebeln reingepfeffert und wir haben hier mit diesem
kriegen hier so eine Soße gemacht, wo wir haben hier ein bisschen Ananas reingehauen. Nee, Ananas. Ich habe auch die Ananas. Ich sehe, hier wurde, heute wurde die Deko wirklich für die Rezepte sehr gut. Habt ihr das abgeguckt von den anderen? Nein, die haben sich das von uns abgeguckt. Ist aber gut, es gibt in der Tat in Mexiko ein Rezept mit Ananas. Ich glaube, wir sind beide auf die Idee gekommen, gleichzeitig. Komm doch auf die Schärfe. Die kommt ja jetzt 10 Minuten später. Schärfe? Habt ihr eigentlich hier, apropos Schärfe? Sehr gut. Wie schlimm wird das jetzt noch mit der Schärfe? Ein bisschen ab. Nicht, dass ich jetzt in 10 Minuten hier so rumrenne. Apropos Schärfe, ihr braucht für euer Rezept auch noch eine Schärfe. Ja. Das stimmt natürlich. Ihr habt noch nichts. Typisch mexikanisch ist scharf, richtig scharf. Und da fehlt so die richtige Chili. Ja, ich sehe, da fehlt euch noch etwas. Die haben wir aber versteckt. Nein, es ist eine grüne Salsa, keine rote. Wir haben sie versteckt und zwar in der Piñata da oben. Ich dachte, das soll eine Überraschung sein. Das ist jetzt soweit. Das ist auch eine Überraschung. Das ist die Überraschung. Ah, okay. Und ihr, also jetzt müssen die Teams gleich Quizfragen beantworten. Das Team, das erstes die richtige Quizfrage hat, Quizantwort hat, das darf 30 Sekunden an der Piñata verbringen und muss die dann blind zerschlagen. Hanna, hast du schon mal eine Piñata? Hanna, ich stelle die erste Frage. Hört ihr alle hier hin? Hört ihr Diego alle? So, okay. Ich bin gespannt. Ich mache erstmal eine easy Frage, oder? Okay. Fangen wir einfach mal an. Weiß einer von euch, welche die Farben in der mexikanischen Flagge drin sind? Ich höre dann Team Blau. Weiß, Grün und Rot. Ist die Reihenfolge wichtig, Nein. Anna, was denkst du? Ich glaube, ich finde nicht. Wir belassen also das. Also vor allen Dingen ist es Nein, gut, ich war ein bisschen. Gut, dann darf einer von denen klopfen kommen, oder? Okay, ihr dürft. Let's go. Warte. Na. So, und ordentlich schlagen. Sehr gut. Seh mal. Noch nicht mit uns. Oh ja, jetzt ist die Piñata weg. But so, ihr könnt auch die Schärfe noch gewinnen. Bringt ihr sogar ein bisschen Schälchen? Sachen probieren, nur einer von euch. Okay. Ich bin Vegetarier, darfst du das nicht? Oh mein Gott. Also, du hast gesagt, einer von uns. Das haben meine Hamster. Du musst nicht, ne? Du kannst, wenn du möchtest. Danke, super. Okay, komm, ich probiere. Ich probiere das jetzt auch. Diese Würmer wohnen übrigens in der Agavepflanze. Die haben einen schönen Smoky-Geschmack. Mescal. Genau, das, was in der Cocktailvase. Da hat man diese Note wieder. Anna, für mich mit Alkohol? Du hast eben auch was getrunken. Oder ist der ohne? Der ist ohne. Ihr müsst noch nicht anrichten. Ich sehe schon, sie schneiden. Ein paar Minuten zum Anrichten, ne? Hier oben. Hier pro. Hat sich sogar schon mexikanisch hier wird noch gerecht gemacht. Hier wird gekocht. Okay. Wir haben schon Hunger, Hanna. Habt ihr schon Hunger? Ja, ich freue mich. Hanna, die Zeit ist, glaube ich, zu Ende. 3 Minuten gehen ja richtig schnell vorbei. 3 Minuten okay, gehen heißt, schnell. Alle aufhören mit Kochen. Du bist Küchenchef im Ritz-Kalten. Genau. Ich weiß, du möchtest nicht, dass ich das jetzt so auf die große Glocke hänge. Aber ich möchte das gerne sagen, weil das ist echt super cool, dass du heute da bist, um zu bewerten. Da kann ich, glaube ich, noch gleich über ein Gewinnspiel dann noch ein bisschen noch erzählen drüber. Stimmt, du wirst auch gleich noch mal erzählen. Vielleicht machst du es einfach am besten jetzt direkt. Ja, gerne. Wie die Leute mitmachen können, oder? Weißt du? Genau, ja, weiß ich. Und zwar, was ich gehört habe, ja, haben wir was ganz Tolles. Zwar, wir haben da ein Gewinnspiel, da müssen, das können Sie einfach bei Fly Me to Mexico oder Hashtag Fly Me to Mexico auf YouTube, im Internet, bei Instagram, einfach müssen sich da einloggen und dann Ihr Lieblingsgericht, ein Foto von Ihrem Lieblingsgericht, mexikanisches Lieblingsgericht, einfach hochladen, ja, bei Fly Me to Mexico, ne? Und wie gesagt, dann ist ja der Flug umsonst, glaube ich, den gibt es dann gesponsert. Es gibt den Flug und es gibt die Unterkunft 3 Nächte im Ritz-Carlton. Im schönen Ritz-Carlton mit schönem Meerblick. Mega gut. Kann man, also super schön. Hammer, da müsst ihr mitmachen, Leute. Ja. Also kann man wirklich empfehlen. Ich würde mitmachen, wenn ich könnte. Und dann können Sie natürlich auch die ganzen Sachen wirklich authentisch probieren, die wir heute jetzt hier probieren werden. Und die Dips. Oh, wow, und Dips sogar. Wow. Das darf ich schon mitnehmen. Die Dips stelle ich hier hin. Dann haben wir Team Gelb. Mhm. Und wir haben. Ist das. Okay. Ja. Ah. Ist mehr Tacos, Team ne? Pink hat sich das ist, kreativer ausgedacht. Mhm. Ja. Okay, jetzt wirst du mal einfach bewerten in den Kategorien Kreativität, Geschmack.
genau. Und Präsentation. Ja. Und du probierst einfach mal und gibst mir gleich mal ein bisschen Feedback. Ja, soll ich denn so? Am authentischsten Enchilada ist, glaube ich, auch wirklich. Team Blau, würde ich sagen. Ja, also, Team Blau. Ich habe schon mal keine Angst und keine Bedenken, das zu probieren hier. Ja. Das ist schon mal gut. Also, riechen tut schon mal sehr gut, ja. Also, auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, aussehen sehr gut. Verraten nicht zu viel, Andreas. Nicht so viel, vielleicht wollen Sie was. Rein geschmacklich, ganz sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geschmacklich. Okay. Ganz, sehr gut, okay. Sehr gut. Nächste. Ich muss auch die Soßen noch mal kurz dazu probieren. Ja, stimmt, genau. Die, weil die Soßen, wie gesagt, nimm mal das Wichtigste. Soßen sind das Wichtigste. Ja, also die Avocado-Soße auch gut. Genau, das können wir jetzt noch mal sagen. Macht unbedingt mit bei dem Gewinnspiel. Ja. Das ist. So Hammer. Dich dürfen nicht, nicht, aber die Zuschauer müssen Tag. Auf jeden Fall mitmachen. Ja? Ja, ja. Wir sagen nochmal Danke an Condor, dass wir das verlosen dürfen an denjenigen, der den Hashtag FlyMeTo, ja. Wie heißt es? FlyMeToMexico? FlyMeToMexico. FlyMeToMexico ja. benutzt. Es wird dann ausgelost und ihr dürft dann eine Reise nach Mexiko könnt ihr gewinnen. Ja. 3 Nächte im Ritz-Carlton in Cancun. Wir haben noch Team Blau und Team Pink. Und einmal gibt es 7 und einmal gibt es 8 Punkte. Also sehr wow, knapp. 7 Punkte gehen an Team Blau und 8 Punkte an Team Pink. Ich gebe euch schon mal. Kommt auch zu uns nach vorne. Schönen Trostpreis, gerne. Gratuliere! Ja, krieg die Soße, gratuliere. Er hat ja schon Ihr habt ja schön gemacht mit der Soße, ein Pokal kriegt ihr ja auch noch. Ja, gar nicht! Schön, ich habe auch gemerkt, dass ihr euch Mühe gemacht habt. Schön, dass ihr mit dabei wart bei unserer ersten Club of Cooks Live Challenge. Hier geht die Party ab. Hanna, es hat Spaß gemacht, wir fangen an zu feiern, glaube ich, oder? Mit euch. Sehr vielen schön. Dank nochmal an Iglo an dieser Stelle und an Condor für dieses Hammer-Gewinnspiel. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, wir sehen uns bald wieder. Und macht unbedingt mit beim Gewinnspiel bis zum 31.10. Tschüss, adios. Hasta pronto. Hasta pronto. Ciao, gracias, Hanna.